Radio SKU. Das Schulradio der städtischen Grundschule Eupen-Unterstadt. Wir machen Kinderradio. Hey Kinder, willkommen zur 130. Sendung von Radio SGU. Wir wünschen euch allen ein herzliches Hallo. Euer Radioteam ist heute ist Andia, Lilly, Asra, Jill. Wir stellen uns vor. Ich bin Lilly und bin 6 Jahre alt. Ich gehe in die 1. Klasse. Meine Hobbys sind Reiten, Schwimmen. Ich bin Andrea, ich bin 6 Jahre, ich gehe in die 1. Klasse, mein Hobby ist Fußball spielen. Ich bin Asra, ich bin 11 Jahre alt und gehe in die 6. Klasse. Meine Hobbys sind mit Freunden spielen und schwimmen. Ich bin Jill und bin 12 Jahre alt und ich gehe in die 6. Klasse. Meine Hobbys sind tanzen und malen. Und jetzt die Nachricht der Woche. Oft länger gut heißt der neue Druck auf einigen Lebensmitteln im Supermarkt. Obwohl das sogenannte mindestens Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist, sind viele Produkte noch gut. Damit die nicht in die Tonne kommen, gilt angucken, riechen und schmecken. Ein Beitrag von Kinderradio Kiraka. Ist der noch gut? Oder ist er nicht mehr gut? Ihr steht am Kühlschrank, ihr holt euch einen Joghurt raus, der da vielleicht schon so ein bisschen länger drin steht, vielleicht auch schon auf ist. Und dann guckt ihr vielleicht erstmal auf das Datum, das auf fast allen Verpackungen drauf gedruckt ist, auf das sogenannte Mindesthaltbarkeitsdatum. Und wenn der Tag, der da drauf steht, vielleicht schon ein paar Tage her ist, also vielleicht schon ein paar Tage vergangen ist, dann sind viele schon skeptisch und denken, vielleicht mal lieber damit ab in die Tonne, lieber wegschmeißen, der Joghurt muss ja irgendwie schlecht sein jetzt. Sarah Richmond aus dem Klicker-Team guckt mich gerade aber auch irgendwie recht skeptisch an. Sarah, du hast dich über das Thema schlau gemacht. Sag mal, wenn das Datum abgelaufen ist, ne, ist dann das, was da drin ist, noch gut oder nicht? Also das ist jetzt die Frage. Es stand sicher schon mal jeder vor dem Kühlschrank und hat darüber nachgegrübelt. Mhm. Aber alles, was dieses Mindesthaltbarkeitsdatum bedeutet, ist eigentlich, bis dann ist garantiert, dass das Essen weder seine Farbe noch sein Geruch oder den Geschmack verändert hat. Farbe, Geruch oder Geschmack. Das heißt nicht, dass es unbedingt verdorben ist. Genau. Ja? Das Datum verstehen viele falsch und so werden in Europa tausende Tonnen Lebensmittel weggeschmissen, obwohl sie noch gut sind. Da muss sich was tun, hat sich ein junges Unternehmen aus Berlin gedacht und ab heute gibt es einen Sticker mit der Aufschrift oft länger gut. Der Spruch steht ab jetzt bei ein paar Lebensmitteln im Supermarkt unter dem Mindesthaltbarkeitsdatum als Hinweis. Oft länger gut ist ja auch aber nicht so wirklich genau, oder? Wie soll denn das helfen? Also es soll einfach auf den ersten Blick zeigen, guck doch nochmal genauer hin, bevor du das jetzt in die Tonne wirfst. Das Ziel des Labels ist es, dass man nicht nur auf das Datum guckt, sondern auch seine Sinne benutzt. Sprich, schauen, riechen und schmecken. Und was sind das so für Lebensmittel, die dann oft länger gut sind und wo eben dieses Label, also dieses besondere Zeichen ab jetzt auf der Verpackung steht? Also das sind jetzt erstmal zum Beispiel Joghurt, wie du gerade schon gesagt hast, Milch, Limonade, Tee, Müsli und auch Süßes wie Schokolade. Und die Sachen kann man dann wirklich problemlos auch noch essen, wenn dieses Mindesthaltbarkeitsdatum eben schon vorbei ist? Zumindest kann man sich da auf seine Sinne verlassen. Wenn Joghurt noch gut aussieht, noch gut riecht und normal schmeckt, dann kann man den ohne Bedenken essen, auch wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist. Auf manchen Verpackungen steht aber noch was anderes, hast du vielleicht auch schon mal gesehen, zu verbrauchen bis. Ach, das heißt dann, glaube ich, Verbrauchsdatum oder so, ne? Da steht manchmal auf Fleischverpackungen zum Beispiel drauf. Habe genau. Ich auch schon mal gesehen, ja. Und wenn das draufsteht, dann sollte man sich an das Datum wirklich halten, weil wenn das schon abgelaufen ist, dann können die Sachen für uns ungesund sein. Also dann heißt es wirklich, ist abgelaufen. Genau. Okay, also auf der anderen Seite aber Essen, wo draufsteht mindestens haltbar bis, das ist eben oft noch länger gut, also auch noch nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Darauf macht jetzt ein neues Label ein spezielles Zeichen auf den Verpackungen aufmerksam. Und der Tipp mit dem Angucken und dem Riechen und vielleicht mal probieren, vor allem beim Joghurt, den merke ich mir auch. Jetzt schalten wir zu Mr. Pet. Viel Spaß. Hallo Kinder, hier ist wieder Mr. Pet in der 130. Sendung.
Ja, ich freue mich so sehr, denn heute gibt es als Gewinnspiel nochmal einen Malwettbewerb. Ihr dürft, gleich werdet ihr es ja nochmal erfahren, ein tolles Herbstbild zeichnen. Und pro Stufe werden die Kinder dann gewinnen können. Ich bin so gespannt und aufgeregt, was ihr Schönes malen werdet. Ja, und für den Kindergarten ist das Geschenkkärtchen versteckt. Und zwar in der Klasse von Fräulein Natascha und von Fräulein Nicole. Fräulein Natascha und Fräulein Nicole werden das Geschenkkärtchen dem fleißigsten Kind geben. Ja, das Kind, das toll mitarbeitet. Darauf freue ich mich immer sehr. Alles Liebe. Tschüss. Dankeschön, Mr. Pet. Du bist nicht allein. Sie sind immer für dich da. Und die lassen dich nicht aus den Augen. Die Helikoptereltern, diesmal geht ihr Sohn Brötchen kaufen. Du bist nicht allein. Sie sind immer für dich da. Sie lassen dich niemals aus den Augen. Denn sie sind die Helikoptereltern. Mama? Papa? Was ist denn? Was ist? Überraschung! Ihr könnt heute schön liegen bleiben. Oh, das ist aber lieb. Ja, dass du uns wächst. Um uns das zu sagen. Ich hole heute Brötchen. Wie bitte? Schön, dass ihr euch freut. Aber... Bis gleich. Augenblicke später, senkrecht im Bett. Sie hat noch nie alleine Brötchen geholt. Einmal ist immer das erste Mal. Aber was da alles passieren kann. Was denn? Sie kann sich verlaufen. Stimmt. Oder sie wird überfahren. Oder von der unhöflichen Bedienung angeschnauzt. Oder sie hat kein Geld. Oder sie holt uns die falschen Brötchen. Katastrophe. Sie hat gar nicht gefragt. Am Ende kauft sie Schokocroissants. Ich mach sofort den Helikopter klar. Wenige Minuten später an Bord des Helikopters. Siehst du sie schon da unten, Papa Alpha Bravo? Negativ, Mama Delta Echo. Wir sind ja auch erst auf Höhe der Schnellreinigung Mangelware. Da ist das Schuhhaus Nagelpilz. Immer noch keine Spur. Es wird ihr schon nichts passiert sein. Da ist die Bäckerei. Und da steht ihr Fahrrad. Oh, zum Glück. Nein, wir kommen zu spät. Du meinst, sie hat schon bestellt? Ich gehe runter. Und wir holen sie da raus. Augenblicke später vor der Bäckerei Krümmelmeier. 3, 2, 1. Zugriff! Mama? Papa? Keine Bewegung. Hände über die Theke und schön die Schokocroissants liegen lassen. Ihr solltet doch einmal ausschlafen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Du kommst jetzt schön zu uns. Aber... Und sie da hinter der Theke. Sie packen ein, was wir ihnen sagen. Ein Chia. Ein Meerkorn. Und ein Dinkel für unsere Tochter. Aber das habe ich doch alles schon in der Tüte. Was? Ernsthaft? Ernsthaft. Och, nö. Dann hätten wir ja auch liegen bleiben können. Und jetzt kommen wir zur Auflösung unseres Gewinnspiels. Ihr solltet ja uns sagen, was den 50. Geburtstag gefeiert hat. Richtige Antwort lautete das Internet. Wir haben einen Gewinner gezogen. Er ist Louis aus der 6. Klasse. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Hier unser neues Gewinnspiel. Und diesmal ist es unser neues Malwettbewerb. Zeichnet uns ein schönes Herbstbild und gibt es im Studio SGUA ab. Jede Stufe hat die Möglichkeit zu gewinnen. Einsenden Schluss ist der kommende Montag. Ihr habt also viel Zeit. Vergisst bitte Name und Klasse nicht. Wir wünschen euch viel Glück. Die SGU präsentiert die Aktion Ich schenke dir ein Lied. Hier ist Pierre aus dem 5. Ich grüße die ganze 5. Klasse, weil sie die Besten sind. Lied in Radio ist ein Küken. Ich bin Lolita aus der 6. Klasse. Ich grüße Sumaya, weil sie meine beste Freundin ist. Lied von I Can Love You ist in Radio. Hier ist Ailina aus dem 4. Schuljahr. Ich grüße Evelyn, weil sie meine beste Freundin ist. Lied BTS Idol. Das war unsere neue Sendung. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Euer Radioteam heute war Lilly, Amdia, Jill und Asra.